Am Dienstagnachmittag kam es in FDANGR zu einem Autounfall. Der Autofahrer blieb unverletzt und fuhr mit dem völlig zerstörten Auto durch Skuol GR. Nun muss er mit einer Anzeige durch die Kantonspolizei Graubünden rechnen. Am Dienstagnachmittag kam es in FDANGR auf einem Feldweg zu einem Autounfall. Laut der Kantonspolizei Graubünden war der Autofahrer auf dem Weg von Skuol in Richtung Adesgär. Als er bemerkte, dass die Angadiner Straße H27 wegen eines Unfalls gesperrt war, wollte er ausweichen und fuhr auf einem mit einem Fahrverbot versehenen Feldweg in Richtung FDAN. Auf diesem geriet das Auto über den Straßenrand und überschlug sich in der abfallenden Böschung mehrere Male. Der Autofahrer blieb unverletzt, das Auto wurde allerdings erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der vordere rechte Reifen hatte sich von der Felge gelöst, die Windschutzscheibe war komplett eingedrückt. Trotz der Schäden an der Windschutzscheibe und den Reifen lenkte der Fahrer das Auto vom Feldweg wieder auf die Hauptstraße zurück und fuhr rund 7 Kilometer weiter. Dann stellte er das Auto in einer Tiefgarage ab. Die Kantonspolizei Graubünden erhielt um 18:25 Uhr von einer Drittperson die Meldung, dass ein total beschädigtes Auto durch Skuol gefahren sei. Sie machte das Fahrzeug sowie den Autolenker ausfindig und bringt ihn zur Anzeige.